Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Wir gehen diesmal nach China und gucken uns den chinesischen Aktienmarkt an. Ich denke, der chinesische Aktienmarkt ist für viele von euch interessant. Ist ja der zweitgrößte Markt hinter den USA von der Marktkapitalisierung her und auch ein, ja, egal ob man den Zahlen jetzt so glaubt oder nicht, aber einer der am schnellsten wachsenden Märkte. Warum viele nicht investieren? Ich denke, da ist ein gewisses Misstrauen da bezüglich des Zahlenwerks und es ist einfach ein sehr fremder Markt, den man vielleicht schwer einschätzen kann. Deshalb in dem Video stelle ich dir den chinesischen Aktienmarkt vor. Ich gehe auf die Risiken ein und stelle mal drei leicht zu befolgende Regeln auf, wie du diese Risiken wenigstens minimieren kannst. Stell dir am Ende dann auch nochmal drei Aktien vor, stellvertretend. Und an der Stelle danke noch an die Consorsbank, die diese Aktien auf die Schnelle sparplanfähig gemacht hat, auf meinen Wunsch hin. Mein Name ist Thorsten Tiet, ich bin der Betreiber der Seite Aktienfinder.net. Hier geht es ums langfristige Investieren, um von steigenden Kursen und steigenden Dividenden zu profitieren. Diesmal über China-Aktien. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an und wir nähern uns dem chinesischen Aktienmarkt an, indem wir einfach mal so ein bisschen vergleichen. Die Größe der chinesischen Aktien, also der Marktwert der chinesischen Aktien im Vergleich zu den größten deutschen Unternehmen, wer da so die Nase vorne hat. Und dann gucken wir hier chinesische Aktien, dann auch noch aus Hongkong. Das ist also beides China, China, Festlandchina, Hongkong. Sonderwirtschaftszone Hongkong, da komme ich dann noch drauf und dann noch Deutschland hier reinnehmen und dann klappen wir den Filter wieder zu und gehen mal hier nach Marktkapitalisierung, sollten wir dann absteigen. Wir haben hier jetzt viele Aktien aufgenommen aus Asien im Rahmen der Asien-Offensive im Aktienfinder, haben da jetzt eine Marktkapitalisierung, glaube ich, von chinesischen Aktien, wenn ich mich richtig erinnere, von über 4 Milliarden US-Dollar drin. Jetzt schauen wir uns das Ganze hier mal an und dann, wenn wir uns die größten Aktien mal anschauen, hier Deutschland und China im Vergleich, da sehen wir eben, dass die größte deutsche Unternehmung, das ist SAP mit einem Börsenwert von 160 Milliarden Euro, ist quasi der Primus aus Deutschland, wird dann übertroffen, aber von einigen chinesischen Unternehmen, die wir hier im Aktienfinder analysieren. Wir kennen wahrscheinlich alle Alibaba und Tencent. Alibaba ist hier die ADR drinne, also die wird in den USA gehandelt. Dann haben wir hier aber noch andere, die alle an einer der chinesischen Börsen, wir kommen noch drauf, welche das sind, gehandelt werden. Tencent kennt wahrscheinlich auch noch jeder, also das sind hier zwei Internetunternehmen, wenn man so möchte. Dann haben wir eine Brauerei, zwei Versicherungen, eine Bank und die alle überstrahlen teilweise recht deutlich von der Größe her SAP. Und wenn es dann weitergeht, haben wir schon wieder oder noch einmal vier Aktien aus China, bevor wir dann zu Linde Praxair kommen, als dem zweiten Unternehmen. Sie sind ja zuerst gemerged vor kurzem, Linde und Praxair. Deshalb sind die dann etwas größer geworden, aber die werden halt übertroffen von all den chinesischen Unternehmen. Also so viel mal hier zur ersten Verortung. Und dann will ich mal sagen, geht's weiter. Und zwar, ich möchte mal jetzt was zeigen. Und zwar haben wir hier China, also das ist Google Maps. Und wir haben jetzt drei Börsen. Also in den USA haben wir die zwei großen Börsen, Nasdaq und wie heißt die andere? New York Stock Exchange, NYSE. Und wir haben hier drei Börsen. Das ist die Börse, eine Börse in Shanghai, eine Börse in Shenzhen. Da müssen wir wahrscheinlich näher ranzoomen hier, damit man es sieht, Shenzhen. Und nochmal eine Börse in Hongkong. Man unterscheidet zwischen dem China als Festland-China, Kern-China, wenn du so willst. Und das ist dann, die werden repräsentiert oder die Aktien werden dann von Festlandchina werden gehandelt in Shanghai und in Shenzhen. Und dann gibt es noch Hongkong und diese Sonderwirtschaftszone hat auch eine eigene Börse. Also wir haben hier drei Börsen. Und du siehst hier bei Trading Hours die drei Börsen im Vergleich, also die ganze Marktkapitalisierung der dort gelisteten Unternehmen. Und dann im Vergleich zum Beispiel zu New York Stock Exchange und Nasdaq, also USA. Und interessant ist dann, wenn du die drei hier zusammenzählst, also Börse in Shanghai, in Hongkong und in Shenzhen, dann kommst du auf eine Marktkapitalisierung insgesamt von rund 15 bis 16 Billionen Dollar.
Das heißt, irgendwo in der Größenordnung des Nasdaq, der dort gelisteten Unternehmen, also deutlich mehr als beispielsweise hier in Japan und den anderen hier genannten Unternehmen. Das haben wir hier schon absteigend nach Marktkapitalisierung sortiert. Also China ist aus dieser Sicht die Nummer zwei, was den Börsenwert angeht. Und das spricht, denke ich, auch nochmal dafür, dass du China oder dass wir China nicht einfach so links liegen lassen sollten oder östlich liegen lassen sollten. Was auch noch interessant ist, wie ich finde, das sind dann so die Indizes, die es da gibt. Das habe ich hier in dem Artikel auch erwähnt, hier die chinesischen Indizes. Jede Börse hat seinen eigenen Indiz, der Index, der alle dort gelisteten Aktien umfasst. Der wird dann immer Composite genannt. Das kennst du sicherlich auch vom Nasdaq. Gibt es auch ein Nasdaq Composite und dann gibt es ein Nasdaq 100, der dann die 100 größten Unternehmen repräsentiert. Das gleiche Spiel haben wir auch hier. Also die Shanghai Stock Exchange hat den SSE Composite Index für alle dort gelisteten Unternehmen. Bei Shenzhen ist es der SZSE Composite Index und für Hongkong der Hang Seng Composite Index. Und da werden dann unterschiedliche, so wie auch in den westlichen Ländern, unterschiedliche Subindizes draus gebildet und teilweise werden die auch gemerged. Also die Börse Shanghai und Shenzhen, die haben eigene Indizes und dann gibt es aber nochmal zum Beispiel den CSI 300. Und dann, das sind dann Unternehmen sowohl aus Shanghai als auch aus Shenzhen drin, die 300 größten. Und die repräsentieren dann oft, oder die werden oft als Gradmesser genommen des chinesischen Aktienmarkts. Das heißt, da kommen wir dann auch schon zum nächsten, und zwar sind wir hier auf TradingView.com. Wir bleiben also noch so in der Grobbeschreibung des chinesischen Aktienmarkts. Und da möchte ich dir einfach mal zeigen, wie der chinesische Aktienmarkt in Form hier dieses CSI 300 performt hat in den letzten Jahren im Vergleich einmal zum S&P 500. Das ist hier der hier, den ich hier hervorgehoben habe, und das wäre dann hier der DAX. Und das siehst du im Prinzip erstmal, dass Tendenz steigend ist. Wir fangen hier an in 2006, im Spätjahr 2005, im Spätjahr von 2005 bis 2006. Und da zum einen kann man nur sagen, hat der chinesische Aktienmarkt besser performt als der S&P 500 und der DAX. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehen wir extreme Volatilitäten, also extrem hohe Kursgewinne in kürzester Zeit. Also ich mir jetzt hier kann ich schlecht lesen, aber irgendwas um die knapp 300% Kursanstieg innerhalb von, na, ich würde es mal sagen, ungefähr einem Jahr. Und dann geht es genauso schnell wieder bergab. Und auch in 2015 haben wir hier einen extrem rasanten Kursanstieg gehabt. Und dann hier wieder die Korrektur. Das heißt, wenn du dir hier so eine gerade Linie denkst, dann geht es also schon aufwärts. Aber wir haben jetzt ja sehr, sehr starke Volatilitäten, die Volatilitäten hier in den westlichen Indizes, zumindest die beiden, die du hier siehst, doch deutlich in den Schatten stellt. Das heißt, man sollte vielleicht auch gucken, wie der chinesische Aktienmarkt gerade in Summe so liegt, wenn man einsteigen möchte oder auch nicht. Zumindest wenn man das über ETFs abbildet bei Einzelaktien, kannst du natürlich, zeige ich hier noch, die Bewertung der einzelnen Aktie heranziehen. Das ist natürlich deutlich aussagekräftiger als so ein Index, auch wenn der hier relativ viele Unternehmen umfasst. Aber das Beste ist natürlich immer, auf die einzelne Aktie einzugehen. Apropos Aktie, möchte ich dir auch noch zeigen. Es gibt hier unterschiedliche Aktiengattungen in China, die wirklich China-spezifisch sind. Ich habe hier mal ein paar aufgefasst. Hier siehst du wieder die drei Börsen. Also einmal Shanghai und Shenzhen und dann auch noch Hongkong. Das sind die drei Börsen. Und es gibt hier die Aktiengattungen A, B und H. Und die H-Aktie ist eigentlich die Aktie, die. Also ein Unternehmen kann mehrere Aktiengattungen haben. Und das Problem oder warum das so kompliziert ist, du kannst als Ausländer nicht frei in China investieren. Das kommt drauf an, ob das jetzt sich um eine Schlüsselindustrie handelt. Also das gibt da so einen Katalog quasi, den die letzten Endes die chinesische Partei aufstellt und die entscheiden erstens mal, wo genau du investieren kannst, in welche Industrien, in welche eher nicht oder in welche es schwerer ist. Und dann haben wir nochmal sozusagen eine horizontale Aufteilung, also auf Ebene eines Unternehmens, das dann unterschiedliche Aktien ausgeben kann und je nachdem, um was für eine Aktiengattung es sich handelt,
kannst du als Ausländer da investieren oder nicht? Investieren kannst du nicht in die A-Aktie. Das sind nämlich diese Aktien stehen den Inländern, also sprich den Chinesen offen, aber im Regelfall jedenfalls, möglicherweise gibt es Ausnahmen, nicht uns. Es gibt ja die B-Aktie und die H-Aktie. Und für uns interessant, insbesondere die H-Aktie, die in Hongkong gehandelt wird und auch in Hongkong Dollar anstatt in chinesischen Renminbi. Und die steht uns also offen. Wir können teilweise aber auch an diesen Börsen kaufen. Es soll aber, klingt jetzt alles kompliziert und ist noch viel komplizierter. Ich habe hier noch einen Link für dich, das ist auch hier dann verlinkt. Ist noch viel komplizierter. Es gibt auch Red Chips und so weiter, falls dich interessiert. Die gute Nachricht ist, dass du das eigentlich gar nicht so im Detail wissen musst, weil in der Praxis sieht es so aus, du interessierst dich für ein Unternehmen, du gibst dann dieses Unternehmen entweder per Namen oder per ISIN in die Suchmaske deines Brokers ein und wenn du die findest, kannst du es auch automatisch kaufen und handeln. Es ist so, ich habe da unten das Ganze auch mal von der Trader Workstation, ich habe die jetzt nicht offen, deshalb zeige ich die nicht live, das Screenshot sollte reichen, hier mal anzeigen lassen, wo so die Aktien überall handelbar sind. Da haben wir dann zum einen beispielsweise Tencent und dann hier die China Construction Bank. Nehmen wir mal die, weil die nicht so bekannt ist. Und dann siehst du hier, dass diese Bank, ich mache es mal ein bisschen größer, wo die überall gelistet ist. Und dann siehst du hier in Hongkong, aber auch hier in Shanghai, in Shenzhen und dann hier unter anderem auch an allen deutschen Börsen. Das heißt, wenn du das dann eingibst bei deinem Broker, jedenfalls wenn es ein Full-Service-Broker ist und die Aktie im Prinzip also handelbar ist, dann kriegst du sogar also OTC, außerbörsliche Plätze wie Lang und Schwarz angeboten, aber auch Xetra und so weiter. Kaufst du halt über ein Limit. Am besten guckst du dir mal irgendwo anders an, was die Aktie gerade kostet am Hauptmarkt, rechnest es um und dann setzt dann ein entsprechendes Limit. Und wenn du bei einem Broker bist, wie zum Beispiel Lynx Broker oder Interactive Brokers, dann kannst du die Aktie direkt in Hongkong kaufen. Beispielsweise habe ich das so mit Tencent gemacht. Es gibt ja auch ADRs, also ist schade, dass ich das jetzt nicht offen habe, sonst könnte ich das noch zeigen. Also die Liste geht weiter und irgendwann kommt dann auch noch der ADR von Tencent. Sollst du ADRs kaufen, ja oder nein? ADRs haben einen Nachteil, die sind teurer. Da fallen nämlich Gebühren an, die nicht anfallen, wenn du die Originalaktie kaufst. Das habe ich hier auch auf. Und zwar hier schon für Tencent. Es hat zum Tencent, hier siehst du, das ist dann der Ticker der ADR, TCEHY. Und ADRs, American Depository Receipts, damit werden ausländische Aktien aus Sicht eines US-Amerikaners ausländische Aktien handelbar gemacht. An den eigenen Börsen kommen sie also leichter ran und müssen nicht im Ausland handeln, kaufen und verkaufen. Und dann siehst du hier, das ist jetzt die Dividendenübersicht. Und ich glaube, JP Morgan wird dann hier die Depotbank sein, die in Zusammenarbeit mit Tencent diesen ADR aufgelegt hat. Und dann JP Morgan macht das ja nicht aus Menschenliebe und Jux und Dollerei, sondern die wollen natürlich damit auch Geld verdienen. Und wie lassen sie sich bezahlen? In diesem Fall über eine Dividend-Fee. Das heißt, wenn ein chinesisches Unternehmen, das eben so eine ADR herausgibt, in Zusammenarbeit mit so einer Depotbank, Dividende ausschüttet, dann wird üblicherweise von der Dividende ein Teil abgezwackt und der geht dann an die Depotbank, aber eben nur, wenn du eine ADR hast. Hier siehst du also, ausgeschüttet werden 15,5 US-Cent, davon werden 2 US-Cent abgezwackt als Gebühren. Ist also schon ein bisschen was. Ich habe das auch im Artikel geschrieben, ich glaube, das waren 12% oder so. Dividende gehen dann drauf. Wenn du den ADR hast, wo haben wir das denn? Irgendwo müsste ich es geschrieben haben. Hier, genau, Tencent ADR 12%. Dann habe ich auch noch geguckt für die Bank of China, die eine höhere Dividende ausschüttet. Dann machst du aber immer noch 7,5% von der Dividende aus, die da weggehen. Ja, hier habe ich übrigens noch was geschrieben zum politischen Bann von ADRs im Zusammenhang auch so ein bisschen mit dem Handelsstreit. Ja, da ist natürlich das ist natürlich nochmal ein zusätzliches Argument, warum du eventuell nicht die ADR kaufen kannst, wenn du denn die Wahl hast. Bei Alibaba beispielsweise hast du jetzt auch schon die Wahl. Ich glaube zwar nicht unbedingt, dass die ernst machen, aber im Prinzip gibt es jetzt dann
ein Gesetz, das im Prinzip sagt, dass wenn 3 Jahre hintereinander die Zahlen unzureichend geprüft werden können eines chinesischen Unternehmens, das eben über ein ADR an US-Börse gelistet ist, dann kann es delistet werden. Das wäre dann ab Ende 2021 könnte das passieren. Dann was das Ganze noch so wenigstens aus meiner Sicht ein bisschen diffuser macht oder schwerer einzuschätzen. Das ist da die politische Komponente, die dann noch im Rahmen des Handelsstreits noch mit reinspielt. Ob man weiß also nicht so genau, ist es also dann sind es echt nur rein fachliche Überlegungen oder ja, spielt auch noch die Politik oder vielleicht sogar Ideologie eine Rolle. Also wenn man hier sieht, gibt es eine klare Meinung. Ich habe hier mal jemanden zitiert: China is on a glide path to dominance and is cheating at every turn. Klingt ja jetzt nicht so dolle, und das war von dem Senator John Kennedy gesagt. Nun gut, also da spreche ich ja jetzt auch schon ein paar Risiken an, und wenn du Aktionär bist soweit, dann ist dir wahrscheinlich Luckin Coffee ein Begriff. Das war ja eine Aktie, die noch nicht vor langer Zeit Börsengang gehabt hat. Dann, wenn ich mich falsch erinnere, auch in den USA über ADR. Lass mich mal kurz gucken, bevor ich hier was Falsches sage. Luckin Coffee, nicht JD. Luckin Coffee, dann hier mal den hier rein. Das ist dann nur noch OTC handelbar. Und das ist der ADR. Gut, ich habe das damals gar nicht so stark verfolgt. Sieht jetzt auch nicht ganz so hübsch aus. So sieht es ein bisschen hübscher aus. Ich glaube, die Benchmarks brauchen wir an der Stelle nicht mehr. Und dann siehst du hier mal, wie viel Geld man so verlieren kann. Mit so einer China-Aktie komme ich hier jetzt mal auf 95%. Der Grund ist gewesen, dass die Umsätze getürkt gewesen sind, und zwar in großem Stil. Der Börsengang war wohl irgendwann im Frühjahr 2019. Und das trägt natürlich nicht zum guten Ruf bei. Es gibt auch in die andere Richtung, also das war hier quasi ein großes Ding, was auch Wellen geschlagen hat. Es gibt da noch viele kleine Betrüge, Betrugsversuche, chinesische Aktien. Dem einen oder anderen ist auch der Begriff vielleicht China Hustle geläufig. Im Prinzip geht es darum, dass chinesische Unternehmen über die Hintertür an US-Börsen gebracht werden mit einem sogenannten Reverse Merger. Das heißt, da gibt es ein US-amerikanisches Unternehmen, das ist an der Börse bereits gelistet, hat aber im Regelfall kaum noch oder überhaupt kein operatives Geschäft mehr. Und dieses chinesische Unternehmen, das schlüpft dann sozusagen in den Mantel des US-amerikanischen Unternehmens, das kauft es im Rahmen eines Reverse Mergers. Ist es, braucht man ja jetzt nicht so im Detail zu wissen. Jedenfalls nimmt es dann quasi die äußere gelistete Gestalt an dieses chinesische Unternehmen des amerikanischen Unternehmens und ist dann an der Börse. Und das machen jetzt nicht, oder das haben jetzt nicht die bösen Chinesen im Alleingang gemacht, sondern mit Unterstützung geschäftstüchtiger Amerikaner. Und die haben sich quasi kleine chinesische Unternehmen gesucht, beispielsweise irgendwelche mehr oder weniger marode Papierfabrik oder eine Kohlemine oder irgendwas, was es also schon tatsächlich gibt, aber haben das in den Prospekten komplett aufgebauscht, die Umsätze hochgepusht, also sprich gefälscht, haben das dann entsprechend an die Börsen gebracht und im Rahmen von dem IPO ja, Geld kassiert. Und das wird auch in dem Film, der ist auf Netflix ersichtlich, China Hustle, unter anderem thematisiert. Könnt ihr euch auch mal gerne angucken. Das heißt, es gibt schon ein gewisses Risiko, wenn du in China investierst. Jetzt habe ich mir mal Gedanken gemacht, wie man dieses Risiko minimieren kann. Und da steht das Ganze auch hier. Und im Prinzip läuft es aus meiner Sicht auf drei einfache Regeln hinaus. Also natürlich, du kannst entweder gar nicht in China investieren. Du kannst es über ETFs beispielsweise machen, um dann zu streuen, selbstverständlich. Aber wir haben hier einen Aktienkanal, deshalb bleiben wir hier bei den Aktien weiter. Die erste Geschichte, die ich empfehlen würde, wäre: kaufe, wenn es möglich ist, Aktien direkt in China, beziehungsweise die Aktien, die direkt in China gelistet sind. Du kannst es natürlich selbstverständlich im Fall von der China Construction Bank nicht in Hongkong kaufen, sondern an Xetra zum Beispiel, aber kauf die chinesische Aktie. Warum?
weil du dann nicht auf die ADR kaufen musst. Das heißt, du erstmal nicht diese politischen Risiken eines D-Listings und du hast auch nicht diese Geschichte mit, dass im Rahmen eines Betrugs, sei es jetzt der Reverse Merger oder sei es jetzt ein IPO in den USA, ein direkter IPO, die Aktie quasi ein Betrugskandidat ist, weil während des IPOs kannst du ja viel Geld machen. Das ist ja der Sinn eines IPOs, eines Börsengangs, Kapital einzusammeln, Eigenkapital. Und das ist eine große Versuchung für Betrug, weil es ja eben um viel Geld geht. Wenn du jetzt so eine chinesische Aktie direkt holst, dann hast du schon diese US-IPOs quasi außen vor und hast nicht das politische Risiko einer ADR. Dann würde ich empfehlen, hol Aktien, die eine hohe Marktkapitalisierung haben. Ach so, da vielleicht noch interessant, wenn Aktien direkt in China gelistet sind, dann ist im Falle eines Betrugs ist ja auch so, dass Chinesen davon betroffen sind. Also du kannst ruhig die H-Aktie kaufen, aber es gibt dann vom selben Unternehmen noch zum Beispiel die A-Aktie. Und wenn ein Unternehmen, wenn da die Zahlen gefälscht worden sind, dann betrifft es eben auch viele Inlandschinesen. Und dann gehe ich davon aus, dass die Strafverfolgung oder die chinesische Partei oder wie auch immer du das bezeichnen möchtest, deutlich härter durchgreift, als wenn jetzt hauptsächlich Ausländer davon betroffen sind. Das kam tatsächlich auch in dem Film China Hustle zutage, dass jedenfalls damals war es so, ich weiß nicht, ob es heute noch immer ist, immer noch so ist, dass Betrug an ausländischen Investoren jetzt teilweise überhaupt nicht strafbar gewesen ist in China selbst. Das heißt, da hast du dann eher freie Hand, als wenn du jetzt betrügen würdest, die also direkt chinesische Staatsbürger. Also schlüpft quasi in den Schutz des chinesischen Staatsbürgers über eine China-Aktie sozusagen. Dann hohe Marktkapitalisierung hat einfach damit zu tun, dass das höhere Wellen schlägt. Wenn hier irgendwas sozusagen hochgradig schief läuft, kannst du nicht unter den Teppich kehren. Und dann eine lange Börsenhistorie. Warum das? Je länger quasi du ein Unternehmen hast und je länger dann du die fundamentale Historie hast, wenn es dann aufwärts geht, umso schwerer ist es, diese Zahlen die ganze Zeit weiterhin zu fälschen. Wir haben gesehen jetzt im Beispiel von Wirecard, dass es überraschend lange gedauert hat, also sozusagen aus Verbrechersicht gut gegangen ist, hat mich wirklich auch überrascht und auf dem falschen Fuß erwischt, habe ich auch ein eigenes Video darüber gemacht. Aber prinzipiell ist es dennoch so, dass wenn du ein Unternehmen hast, das wächst und wächst und wächst, und dann werde und dieses Wachstum wäre quasi auf Betrug aufgebaut, dann wird es immer schwerer von Jahr zu Jahr diesen Betrug quasi unbemerkt weiterlaufen zu lassen. Das sind also so im Prinzip jetzt mal drei Regeln, die ich jetzt einfach aufgestellt habe und von denen ich denke, dass sie hoffentlich Sinn ergeben und die auch sehr einfach nachvollziehbar sind. Dann würde ich jetzt mal dir einfach mal drei Aktien zeigen im Aktienfinder, die ich mal stellvertretend hier dir für China vorstellen möchte, die bestimmt auch so vielen Leuten kein Begriff sind, aber die halt doch fundamental jedenfalls hier schon qualitativ hochwertige Aktien sind. Und wie gesagt, das Nette ist, die sind auch alle bei der Consorsbank besparbar. Das Schöne ist auch, die haben alle eine Dividende und da ist quasi von 5% zu 3% zu 1% fein gestaffelt. Gucken wir uns mal die erste an. Das wäre ein Immobilienunternehmen, das heißt China Overseas Land and Investment. Die kaufen Land, bebauen das Land und verkaufen dann das bebaute Land. Das ist natürlich dann wertvoller, als es vorher war, als es unbebaut war. Vermieten aber auch und machen beispielsweise auch Infrastrukturprojekte. Also die bauen zum Beispiel auch Mautstraßen und kassieren dann die Maut. Und dann gucken wir uns mal hier die Bewertung an. Also du siehst übrigens auch, wenn du einmal auf meine Regeln guckst, meine drei Regeln, das sind hier alles keine ADRs, sondern das sind Aktien, wo entweder HK für Hongkong oder dann hier für Innerchina sozusagen. Und das ist dann aber hier die H-Aktie, kannst du also erwerben. Und dann siehst du, dass wir hier schon eine schöne Historie haben. Also die Historie ist schon relativ lang, seit 2000 hier, 25 Jahre. Das Unternehmen ist, glaube ich, sogar noch älter. Und wir haben hier Marktkapitalisierung zwischen 20 und 123,1 Milliarden, ja, 123,1 Milliarden Euro. Also keine Small- oder Mid-Caps, sondern schon größere Hausnummern hier. Das wäre also ja auch quasi eine Regel.
die ich aufgestellt habe. Wenn man dann hier die Bewertung sich anguckt, ist auch ganz, ganz interessant. Dann haben wir hier wieder das Unternehmen. Und wenn du das hier anschaust, wie die Aktie so bewertet ist, ist auch ein sehr zuverlässiger Dividendenzahler mit seit 17 Jahren steigert das Unternehmen seine Dividende. Das ist dann auch hier die Kursentwicklung. Wir haben hier jetzt ein abgeschwächtes Wachstum hier. Das siehst du dann auch entsprechend dem Aktienkurs. Das ist jetzt dann auch nochmal gefallen. Und natürlich immer die Frage, ob das jetzt ein guter Einstiegszeitpunkt wäre oder nicht. Jetzt muss ich mal gucken. Das hier ist sicherlich etwas unrealistisch von der Bewertung her. Hat damit zu tun, dass ich den Zeitraum falsch gewählt habe. Siehst du dann auch, dass hier einfach stärker gestiegen ist. Wäre besser, wenn du hier hingehst. Also die Periode, die du anschaust, wo das Wachstum quasi nachgelassen hat. Und dann siehst du hier, dass die Aktie aber immer noch günstig bewertet scheint. Wenn wir uns die Dividende einblenden lassen, dann wäre die Aktie sogar nochmal deutlich mehr wert, weil die Dividendenhistorie zeigt es dir, weil die Dividende jetzt einmalig historisch hoch ist mit den über 5%. Vorher hättest du halt immer weniger bekommen, teilweise hier langfristig unter 2%, dann mal kurz 3% und jetzt eben 5%. Also das könnte zum Beispiel schon was Interessantes sein für Freunde von hohen Dividenden. Dann haben wir hier eine Universalbank aus China, eine der größten, ich glaube es ist die sechstgrößte, also Marktkapitalisierung von 123 Milliarden Euro, größer als jede andere Bank, und der Cashflow sagt uns da ja wenig. Und wenn du dir hier mal auch den Kursverlauf anzeigst, dann siehst du hier erstmal, das war die Finanzkrise, deckt sich mit dem, was wir auf Trading4Com gesehen haben, geht hoch und gleich wieder runter. 2015, da kam es relativ gut, die China Bank durch, und insgesamt sind wir jetzt nahe des Allzeithochs. Wenn ich jetzt einfach mal ganz kurz hier die Bewertung reinmache, so, da siehst du dann hier, dass die Aktie momentan eher höher hoch bewertet scheint. Und ja, wäre eher vielleicht auch ein Fall für den Sparplan möglicherweise, soll aber hier weiter aufwärts gehen, das sind die Analystenschätzungen, und dann wächst der Aktienkurs in den fairen Wert hinein. Also wir machen das jetzt alles relativ zügig, ich stell dir einmal hier die drei Aktien vor. Dann haben wir hier Techtronic, das ist was ganz anderes, die haben ja mit Abstand die niedrigste Dividendenrendite, aber wie ich finde, hier eine auch ganz nette Historie, ist zyklisch hier 2007, da ist der bilanzierte Gewinn, der war noch positiv, ist aber eingebrochen, haben wir auch hier eine Dividendenkürzung gehabt. Danach ging es aber wieder schön aufwärts, soll es dann noch steiler aufwärts gehen. Und hier haben wir überhaupt keine Spuren beispielsweise von der Corona-Pandemie. Ich glaube ja auch, ach so, was machen die überhaupt? Wir sind ein Konkurrent von Bosch und Stanley Black & Decker, also die machen Heimweckergeräte beispielsweise, Elektrogeräte ist die Rubrik. Und ja, das läuft offensichtlich ganz gut. Und wenn man jetzt mal auch den Kurs anschaut, dann siehst du mal, dass das ganze Ding hier, die ist ganz schön, ja, vielleicht ist sie heiß gelaufen, also sie ist sehr gut gelaufen, die Aktie in der letzten Zeit. Wenn wir dann hier die fairen Werte noch reinmachen und uns anzeigen lassen, auch die Dividende. Die Dividende wurde jetzt sehr stark erhöht, daher wäre die Aktie sogar fair bewertet. Müsstest du dann auch hier im Dividendenturbo schön sehen, dass die Dividende ja stark angestiegen ist hier in der letzten Zeit, oder vielleicht auch hier nochmal besser hier. Dividendenwachstum relativ stark, siehst du dann auch in Kennzahlen. Wo haben wir es? Hier, Wachstum der Dividende jetzt hier, 30% im Jahr, ist natürlich schon ein Wort, ne? Gut, und gehen wir mal zurück, aber hier eine doch relativ deutliche Überbewertung erstmal. Auch das dann eher ein Fall, vielleicht entweder warten oder Fall für den Sparplan. Wie gesagt, die Aktien sind ja alle sparplanfähig. Ist aber keine Kaufempfehlung. Wir gehen hier einfach mal ein bisschen durch und gucken uns das Ganze an. Ich möchte einfach zeigen, dass es auch qualitativ hochwertige Aktien in China gibt, die man sich durchaus mal, die durchaus mal einen Blick wert sind. Gut, ich habe dir jetzt im Prinzip versucht, so relativ auf die Schnelle, ich gebe es zu, soll keinen 300-Seiten-Schmöker ersetzen, den chinesischen Aktienmarkt ein bisschen näher zu bringen, dich auf die Risiken hinzuweisen. Dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie man diese Risiken mit möglichst einfachen Regeln wenigstens minimieren kann. Ich habe dir jetzt mal ein paar Aktien einfach vorgestellt. Also im Rahmen der Aktienoffensive haben wir nochmal deutlich mehr China-Aktien aufgenommen. Kannst du dir dann gerne anschauen.
Vielen Dank, dass du dir das Video angeschaut hast und bis zum nächsten Mal. Ciao.